Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du so ein Haus ganz einfach nachbauen kannst. Zuerst suchst du dir das Material aus, woraus dein Haus dann später bestehen wird. Daraus machst du die Grundform, indem du die Wände ringförmig anordnest und dabei einen Block Abstand lässt. An den Stellen, wo du Platz lässt, kommen später Holzbalken hin. Der unterste Bereich wird bei mir aus Stein. An dem Ring, wo später die Tür hinkommt, lässt du natürlich zwei Blöcke Platz. Sobald du die Grundform deines Hauses hast, platzierst du in die Lücken Holzbalken. Als nächstes platzierst du am obersten Punkt der Holzbalken weitere Holzbalken, die aber liegen, sodass eine Umrandung um die Hauswand entsteht. Die Mittelpunkte verbindest du mit weiteren Holzbalken. Als nächstes platzierst du am obersten Punkt der Holzbalken Treppen. Achtest aber darauf, dass sie nach unten zeigen. Die Treppen halten das zweite Stockwerk, darum platzierst du auf den Treppen weitere Holzbalken. Ein Block versetzt zu den Holzbalken platzierst du ringförmig die Wand für das nächste Stockwerk. Beim zweiten Stockwerk kannst du schon den Boden ausfüllen. So wie beim ersten Stockwerk verbindest du die Holzbalken mit weiteren Holzbalken. An den Ecken des Hauses platzierst du weitere Holzbalken. Danach platzierst du wieder Treppen, aber nur auf der Seite des Einganges und auf der gegenüberliegenden Seite. Bevor du mit dem Dach anfängst, ziehst du die Holzbalken etwas höher und einen Block versetzt zu den Holzbalken platzierst du weitere Ringe, die du nur auf den beiden Seiten platzierst. Wenn du das so hast, kannst du mit dem Dach anfangen. Oben platzierst du wieder Holzbalken, damit die Wand wieder umrandet aussieht. Danach machst du mit dem Dach weiter, am obersten Punkt platzierst du Half Slabs. Als nächstes verlängerst du die Half Slabs nach außen und platzierst Holztreppen daran. Darunter rundest du es mit Holztreppen ab. Das gleiche machst du auf der gegenüberliegenden Seite. Bei sowas müsstest du ein bisschen rumprobieren. Sobald es dir gefällt, machst du mit den Fenstern weiter. Dabei platzierst du in die Mitte der Ringe Glasscheiben. Wenn du möchtest, könntest du zum Haus 1 bis 2 Balkons dazu bauen. Dabei machst du eine Fläche aus Holztreppen und platzierst darauf Zäune. Weiterhin müsstest du mehr Details in das Haus reinbringen. Dabei müsstest du dir ein Muster überlegen. Das Muster müsstest du in die Holzumrandungen mit reinbringen. Es ist besser, wenn du Materialien nur aus Holz verwendest. Dabei musst du dir auch überlegen, was du für ein Muster am besten verwendest. Sobald du alles ausgefüllt hast, platzierst du am unteren Ende der Holzbalken Holztreppen. An den Treppen könntest du dir auch ein säulenartiges Muster überlegen. Wenn du es soweit hast, wärst du mit deinem Haus fertig. Um dein Haus etwas älter aussehen zu lassen, könntest du an deinem Haus Laub platzieren. Aber mit Laub sollte man auch nicht übertreiben. Jetzt könntest du anfangen, dein Haus von innen zu bearbeiten. Wie du das Haus einrichtest, zeige ich dir in einem anderen Video. So, das Haus wäre jetzt fertig. Ich hoffe, ich konnte es gut erklären, du hast es halbwegs gut verstanden. Du musst nicht das Haus 1:1 nachbauen, aber mit diesem Baustil könntest du viele weitere Häuser genauso gut hinbekommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Selbstbauen. Und ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.